Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Schön, dass Sie alle da sind. Mein Name ist Christiane Grefe. Ich bin Journalistin mit dem Schwerpunkt Globalisierung, Ökologie und Nachhaltigkeit und habe die Ehre, das heutige Webinar der Heinrich-Böll-Stiftung und ihrer Partner zur neuen Gentechnik zu moderieren. Sie haben es hoffentlich längst gemerkt, die Veranstaltung wird simultan übersetzt auf Deutsch, Englisch, Spanisch und heute auch Französisch. Deswegen ist es ganz wichtig, dass Sie den richtigen Kanal wählen, um in Ihrer Sprache zuhören zu können. Da gibt es unten diese kleine Weltkugel, und da finden Sie alle Sprachen, sodass Sie auch alles gut verfolgen können. Unser Thema heute ist die Regulierung moderner Biotechnologien, ganz konkret eines neuen Gentechnikverfahrens namens Gene Drive. Forscher, die daran arbeiten, erhoffen sich davon große Fortschritte in ganz vielen verschiedenen Bereichen, also für medizinische Behandlungen, eine nachhaltige Landwirtschaft, auch für den Naturschutz. Kritiker aber warnen, dass solche Gene Drives die Grundregeln der Evolution außer Kraft setzen könnten, weil sie die ihnen beigebrachten Eigenschaften zu 100% an ihre Nachkommen weitervererben. Das klingt alles so ein bisschen nach Zauberlehrling und eröffnet eine ganz neue Dimension menschlicher Eingriffe in die Natur. Und wir wollen uns heute darüber unterhalten, was das bedeutet. Das ganze Thema wird erst in Anfängen diskutiert, auf nationaler Ebene und in Europa und global, vor allem im Rahmen der Konvention über biologische Vielfalt, kurz CBD. Die sollte ursprünglich in diesem Herbst stattfinden. Sie wurde aber, wie so vieles, wegen Corona verschoben auf das kommende Frühjahr. Im Vorfeld dieser wichtigen Konferenz in der chinesischen Stadt Kunming wollen wir uns also mit diesem Thema beschäftigen. Und für alle, die das erste Mal dabei sind, es ist nicht das erste Mal, dass wir das tun. Dies ist die zweite Veranstaltung einer vierteiligen Reihe von Online-Seminaren im Countdown zu CBD unter dem Titel Umkämpfte Natur. Darin geht es auch um andere in der breiteren Debatte bisher noch relativ unbekannte Themen des internationalen Artenschutzes. Im ersten Teil, der am 24. September stattfand, hatten wir hochrangige Experten hier zu Gast, sowohl aus dem deutschen Entwicklungsministerium als auch aus dem Generalsekretariat der CBD. Und sie haben uns über die Konferenz berichtet. Es wurde zum Beispiel deutlich dort, dass Corona den Verhandlungsprozess massiv beeinflusst und dass ein großes Problem darin besteht, die Teilnahme von Menschen aus dem globalen Süden zu gewährleisten. Wir werden noch zwei weitere Veranstaltungen haben. Die Termine und Themen werde ich Ihnen dann ganz am Schluss unseres heutigen Webinars nochmal nennen. Heute also Gene Drive. Und das ist ja nicht zuletzt durch die Verleihung des Nobelpreises für Chemie an die Entdeckerinnen des CRISPR-Cas-Verfahrens, Jennifer Doudna und Emmanuelle Charpentier, nochmal brisanter und aktueller geworden. Denn auch bei den Gene Drives spielt diese Form der Geneditierung eine gewichtige Rolle. Wir haben spannende Gäste, die Molekularbiologin und Genetikerin Ricarda Steinbrecher ist bei uns, der Umwelt- und Menschenrechtsaktivist Ali Tapsoba aus Burkina Faso, der Gesundheitsexperte Andreas Wulff und schließlich Mareike Imken von der Kampagne Stop Gene Drives. Ich werde sie alle später noch einmal genauer vorstellen. Jetzt aber ganz kurz zum Ablauf unseres Webinars. Zunächst werden wir hier unter uns auf dem virtuellen Podium in kurzen Gesprächen informieren und diskutieren. Und ich bitte Sie, liebe Zuschauer und Hörer, deshalb für eine geschätzte Dreiviertelstunde erstmal um Geduld und sozusagen Frontalunterricht, der aber mit Sicherheit sehr, sehr interessant und lehrreich sein wird. In dieser Zeit bitte nur ganz klare Sachfragen am Ende jedes Interviews, wenn Sie vielleicht etwas nicht verstanden haben, wenn es etwas unklar geblieben ist. Am Schluss aber können auch Sie sich beteiligen. Und wenn Sie das tun möchten, dann nutzen Sie bitte das Tool Frage und Antworten bzw. Q&A.
Ihre Fragen werden dann gesammelt und ins Gespräch eingebracht. Und ich entschuldige mich jetzt schon dafür, dass ich deswegen ab und zu hier auf mein Handy gucke und nicht Ihnen und den Referenten in die Augen. Aber dann kann ich Ihre Fragen hier im Gespräch auch vorbringen. Also noch einmal, diese Fragen bitte im Frage-Antwort-Tool und nicht wie sonst ja oft üblich im Chat. Die Chat-Funktion können Sie aber dafür nutzen, sich untereinander auszutauschen, zu diskutieren. Hier kann man auch Zusatzinformationen posten. Das wird auch von unserer Seite, also von der Seite der Böll-Stiftung und ihrer Partner geschehen. Jetzt eine letzte vorgeschaltete Bemerkung. Wir würden gerne ein bisschen genauer wissen, wer sich hier alles versammelt hat. Und deshalb bitten wir Sie, eine kleine Umfrage zu beantworten, wenn Sie mögen. Da kommt gleich ein Bild auf Ihren Bildschirm und da können Sie ankreuzen, aus welchem Bereich Sie kommen. Das ist für uns hier natürlich sehr interessant zu wissen. Wir sehen uns ja leider nicht, wer eigentlich alles dabei ist. Das bleibt jetzt eine Weile offen und Sie werden dann im Laufe des Gesprächs auch selber sehen können, was die Ergebnisse sind und wer genau unsere Teilnehmer sind. So, nun habe ich selbst lange genug gesprochen und freue mich deshalb sehr, jetzt zum Thema zu kommen und als erstes ganz herzlich Ricarda Steinbrecher zu begrüßen. Ricarda Steinbrecher ist, wie schon gesagt, Molekularbiologin und Genetikerin. Sie ist Mitbegründerin und Vorstandsmitglied beim European Network for Scientists for Social and Environmental Responsibility. Sie ist außerdem ein langjähriges Mitglied in verschiedenen Expertengruppen der Biodiversitätskonvention und Expertin für Risikobewertung. Frau Steinbrecher ist uns heute aus Oxford zugeschaltet, wo ihr Forschungsinstitut Econexus seinen Sitz hat. Herzlich willkommen nochmal, Frau Steinbrecher. Hallo. Dankeschön. Von Ihnen erhoffen wir uns jetzt Aufklärung. Also vielleicht deswegen als erstes ganz schlicht und ergreifend die Frage, wie funktionieren eigentlich Gene Drives und was ist der qualitative Unterschied, so es Ihnen denn gibt, zu bisherigen Verfahren der Gentechnik? Ja, ich meine, es ist natürlich in der Kürze schwierig, aber Sie haben es ja auch selbst schon vorgestellt, dass im Grunde genommen die Gene Drives eine neue Form, eine neue Art und Anwendung der Gentechnik ist und die es eben ermöglichen soll, Populationen oder eben gesamte Arten gentechnisch zu verändern oder sogar zu eliminieren. Und das eben nicht in einem begrenzten Raum wie auf einem Feld, sondern eben in der weiten Natur. Das heißt also, es hat eine ganz andere Dimension gegenüber der herkömmlichen Gentechnik. Aber ich komme darauf gleich nochmal zurück. Ich dachte, ich zeige Ihnen mal kurz, jetzt muss ich es natürlich finden, mal Share Screen, ein paar Slides hier, ein paar Overheads, wie man auch das heißt auf Deutsch. Und entschuldigen Sie, wenn ich manchmal ein bisschen stolpere, denn ich wohne seit etlicher Zeit in England, da ist das Deutsch nicht immer so fließend. Noch einmal zu sagen, also Sie erwähnten es bereits, die Vererbungslehre sagt ja eigentlich 50%, wenn ein Merkmal vererbt wird, wenn zum Beispiel ein Merkmal ein bisschen mutiert ist, wie hier oben und dann wie bei dieser Pflanze, die dann eben sehr viel mehr Stress erfährt, meinetwegen im Sonnenlicht, diese Vererbung würde sich dann 50% ergeben. Zum Beispiel hier würde sie es abgeben, während hier die andere Elternteil die Vererbung macht. Also im Grunde genommen, normalerweise, wenn es eben ein negatives Merkmal ist, wird sich das langsam ausdünnen und verschwinden. Nun, bei Gene Drives ist das eben ganz anders. Da sehen wir eben, dass auch wenn das Merkmal negativ ist für den Organismus, wird es eben einfach konsequent weiter vererbt. Und zwar sehen wir hier im unteren Panel eben, dass da jedes Nachkommen im Grunde genommen diese Vererbung mitbekommt. Und diese Idee, das machen zu können, gibt es schon geraume Zeit, dass man eben versucht, diese Vererbung auszutricksen.
aber alle Forschung ging da nicht so recht weiter, bis eben CRISPR-Cas die Möglichkeiten gab, da jetzt direkt einzugreifen. Und das will ich jetzt mal kurz erläutern. CRISPR-Cas, viele von Ihnen werden es wahrscheinlich kennen, ist ein Protein, das Cas hier, das so eine Fähigkeit hat, die DNA einfach zu zerteilen. Und dazu gehört dann so ein Stück von RNA, das eben guckt, welche Ziel-DNA, wo die Ziel-DNA ist und sich daran dann setzt. Wie in diesem Falle zum Beispiel, jetzt kriege ich mein, da hier kommen wir hin, da setzt es sich an diesen DNA, an diesen Doppelstrang. Und wenn das richtig alles stimmt, ich habe das jetzt ja auch noch sehr ungenau gezeichnet, wenn alles genau stimmt, dann wird eben dieser Doppelstrangbruch hier vorgenommen an der Stelle, wo Sie diesen Pfeil sehen, und dann ist die DNA zerteilt. Das ist auch schon alles, was es macht. Also das ist dieses Genome Editing. Der Rest wird im Grunde genommen von dem Organismus selbst vorgenommen. Und zwar, wenn man jetzt hier guckt, im nächsten Bild, also das wäre jetzt dieser Doppelstrang gewesen, der jetzt zerbrochen wurde. Was jetzt passiert, sagt natürlich auf einmal die Zelle oder der Organismus, um Himmels Willen, meine DNA ist zerbrochen, das ist problematisch, jetzt muss ich das reparieren. Und da gibt es dann zwei Hauptmöglichkeiten. Entweder, wie auf der linken Seite, wird eben das einfach irgendwie wieder zusammengesetzt, aber in der Zwischenzeit wurde schon von der Zelle selbst das bisschen durchgenagt. Gell? Das heißt, dass das Resultat etwas anderes ist als das Original. Das ist also, kriegt man diese Knockouts, diese Disruptions. Auf der rechten Seite kommt dann die Homologie rein. Das heißt, die Zelle sucht danach, gibt es etwas, das schon so ähnlich aussieht, dann werde ich das dementsprechend reparieren. Also mit einer Vorlage zum Beispiel, wie in dem Fall hier unten, wo man eine einfache Veränderung machen kann, oder rechts, wo man glaubt, dass man eben vielleicht sogar eine ganze Gensequenz reinsetzen kann, wenn man am Ende von diesem Gen so eine Homologie einbaut, wie Sie hier so in blau-lila sehen. Wenn man an dieser Stelle, anstelle eines neuen Gens einzubauen, jetzt das CRISPR-Cas-Molekül, das Gen dafür einbaut und dem den Auftrag gibt, bestimmte Sequenzen zu suchen, dann wird eben dieses jedes Mal erneut an dieser Stelle wieder eingebaut. Das Problem natürlich ist, diese Methode ist noch sehr weit in der Forschung. Bei Pflanzen funktioniert so gut wie nie. In Säugetieren gibt es sehr viele Fehlschläge da drin. Während bei Insekten ist es ziemlich gut möglich. Ich will aber jetzt noch nicht auf die Risiken eingehen, sondern einfach erstmal auf, was es ist. Das heißt jetzt, wie ich gesagt habe, wenn man hier dieses CRISPR-Cas-Gen nimmt, das einbaut, und wenn es jetzt aktiv wird, zum Beispiel wenn die Spermien gebildet werden oder die Eizellen gebildet werden und sagt, hey, schieb dich rüber in das andere Chromosom auch, in das doppelte Chromosom, dann kommt der Doppelstrangbruch, dann wird da jetzt die Homologie gefunden, dann wird das eingebaut, eingesetzt und schwupp, habe ich zwei Versionen. Und dann natürlich bei der Vererbung, da gibt es nur dieses zu vererben. Natürlich kann man dann, wenn man möchte, das einbauen, dass es ein Gen trifft, das eben wichtig ist für zum Beispiel die Fertilität von den Weibchen. Das heißt, wenn das unterbrochen wird, dann würde man über längere Zeit einfach nur männliche Nachkommen haben und dann kollabiert die ganze Population. Und man kann natürlich aber auch andere Merkmale einbauen, theoretisch. Und dann könnte man die weit verbreiten innerhalb der Population oder der ganzen Art. Also die drei Sachen, die eben vorgesehen sind damit, ist entweder etwas zu eliminieren oder es zu verändern oder aber, dass man es einfach ersetzt mit etwas. Das Wesentliche bei diesem ist, und ich gehe mal wieder raus aus meinem, wenn ich das schaffe. Wie komme ich denn da wieder raus? Ach, hier oben, Stop Share. Ja, das Wesentliche ist eben, mit der bisherigen Gentechnik
wurde immer etwas verändert im Labor und das wurde überprüft und dann konnte man zum gewissen Grade zumindest vorhersehen, was die Risiken sind oder was passieren könnte, was für Nebenwirkungen sind, obwohl auch nicht hundertprozentig. Aber im jetzigen Fall macht man also einen Organismus, der freigesetzt wird, der dann selber in der Natur diese verschiedenen gentechnischen Veränderungen jedes Mal jeder Generation wieder neu vornimmt. Das heißt, jedes Mal können Fehler eingebaut werden, jedes Mal kann was anderes noch dazukommen. Und weil natürlich bei den bisherigen Organismen, die verändert wurden, hat es sich meistens um irgendwelche Kulturpflanzen gehandelt, wo wir die Genetik recht gut kannten, die im Grunde genommen sehr uniform waren in der Genetik, während natürlich in der Umwelt, in der weiten Natur, die Genetik natürlich nicht uniform ist, da ist sehr viel Verschiedenes da. Und da Vorhersagen zu machen, was die Auswirkungen sind, ist einfach unmöglich. Mhm. Aber das ist das jetzt, ja. Okay. Ich kann gerade nicht rein. Okay, können Sie mich jetzt hören? Ja, Entschuldigung, hier war gerade ein kleines technisches Problem. Vielen Dank auf jeden Fall. Also nochmal ganz kurz die Frage. CRISPR wird ja immer als sozusagen Wunderwaffe der Präzision gefeiert. Also es heißt, das ist jetzt wirklich so präzise, da weiß man genau, was passiert. Sie sagen jetzt im Gegenteil, da ist noch mehr Unberechenbarkeit. Woher dieser Widerspruch? Ich denke, das kommt daher, weil man das zum ersten Mal das wirklich gezielt auf eine bestimmte DNA-Sequenz anwenden kann. Das heißt aber nicht, dass dann nur das passiert, was gewollt wird. Aber man kann natürlich, wenn man im Labor damit arbeitet, schauen, was ist. Wenn man zum Beispiel das zur Forschung verwendet, kann man damit ein Gen einfach durchbrechen. Oder das heißt, dass auf einmal das nicht funktioniert und dann kann man gucken, wofür war das Gen gut. Was natürlich dabei auch passiert ist, haben auch Forscher gefunden, dass auf einmal andere Merkmale kommen, andere Proteine, weil wenn man das Gen zerschlagen hat, das heißt, dass dann die RNA, die manchmal doch noch hergestellt wird, eine verkürzte ist oder eine veränderte, die dann in ein Protein verwandelt wird, das anders ist. Also da gibt es Forschungen auch mit menschlichen Zellen und mit Mäusezellen, die zeigen, dass da einfach auch andere Sachen passieren. Aber für die Forschung ist es natürlich trotzdem ein fantastisches Instrument. Also die Euphorie ist durchaus begründet, aber der qualitative Sprung bei den Gene Drives, wenn ich das richtig verstehe, ist ja der, dass es nicht sozusagen einmal in die Natur versetzt wird, sondern sich auch für weitere Generationen reproduziert. Wer genau forscht denn an solchen Technologien und zu welchen Zwecken geschieht es? Wer investiert in diese Forschung? Vielleicht können Sie das ein bisschen anhand auch von Beispielen erzählen. Also wie gesagt, der sogenannte Traum oder die Idee, so etwas machen zu können, einfach Schädlinge rauszunehmen aus dem Gesamtzusammenhang, das gibt es schon seit den 20er Jahren, seit den 40er Jahren, Zebrowski und so weiter haben da versucht, verschiedene Methoden zu finden, um eben Schädlinge im Ackerbau als auch Schädlinge wie bestimmte Fliegen, bestimmte Mücken, bestimmte andere Motten oder und so weiter da wegzukriegen. Die ursprüngliche, großartige, gefeierte Möglichkeit, einfach zum Beispiel Schädlinge freizusetzen, die vorher behandelt wurden mit radioaktiver Strahlung, der sogenannten Sterile Insect Technik. Da hat man eben das für 7 Jahre oder so in den USA gemacht, ich glaube von 57 bis 65 oder so, bei einer Schmeißfliege, bei dem sogenannten Screwworm, Schraubenwurmfliege. Und da konnte man das tatsächlich also mit Riesenaufwand ausrotten für eine Zeit. Nun, das ist ein Riesenaufwand. Jetzt ist natürlich die Idee da, wenn wir einfach das in der Natur machen könnten, wir können einfach das freisetzen und dann macht es das
von alleine, also schiebt sich, drive, der Gene Drive, gell, also drückt da, sich rein. Ja, ja, da drückt sich Natur, da richtig ja. rein. Da kommt natürlich auf einmal viele Wunschlisten hoch, gell? Also dann sagen viele in der Landwirtschaft, Mensch, da können wir ja das verwenden für unsere, zum Beispiel ist eine kleine Fruchtfliege, die in den USA die Kirschen da immer anbohrt und dadurch die Ernteerträge. Ja. Kommt das in Deutschland jetzt auch ja. schon? Mhm. Okay. Also das ist die Drosophila Suzuki, gell? Dann ist jetzt die Idee, jetzt die gentechnisch so zu verändern, dass sie dann nicht mehr bohren kann. Gell? Nur dann ist natürlich die Frage, was passiert, wenn diese Veränderung im Heimatland ankommt, wo die Fliege ursprünglich herkommt? Gell? Oder wenn man die ausrottet, was passiert im Zusammenhang des ganzen Ökosystems? Was kann aber denn das passieren? Solche Sachen? Also es ist ja immer auch eine Güteabwägung. Man könnte ja sagen, super, eine schädlingsfreie Landwirtschaft, was kann denn passieren? Also mal ganz konkret Klar. Und sei es fantasiert, an welche Risiken denken Sie? Zum einen haben wir, dass wir natürlich, je mehr wir daran denken, einfach alles nur so steril wie möglich zu haben, keine anderen Schädlinge, keine wie heißt das, heißt es Zukräuter, Beikräuter, Unkräuter, ich weiß nicht, wie es heißt. Unkräuter sagt man, ja, was viele andere, nicht gerne hören. Und, oder andere Schädlinge wie Insekten und so. Wenn man versucht, das freizulassen davon, eben sagt, wir benutzen keine Pestizide, sondern jetzt die Gentechnik, um all die da zu eliminieren, dann hat man ja trotzdem keine ausgewogene, keine Biotop, das im Grunde genommen die Natur benutzt, zur Unterstützung der Landwirtschaft, sondern die Natur wird quasi als ein Gegner betrachtet. Das heißt, dass diese Kriegsführung natürlich immer weiter hochgeschoben wird. Die Gefahr zum Beispiel ist, dass die Antworten darauf viel stärker kommen können, denn man kann natürlich eine Resistenz entwickeln. Und das ist auch schon weit gesehen worden auf das CRISPR, dass dann die Mücken zum Beispiel, die verändert wurden im Zug der Malaria-Bekämpfung, die Idee, die zu verwenden, dann gibt es dann Resistenten. Das heißt, dass wenn er zum Beispiel geschnitten wurde und das wieder zusammengeklebt wurde, ohne dass das CRISPR eingebaut wurde, dann kann es nicht nochmal neu schneiden, weil es sich ein bisschen verändert hat. Dann hat man also eine Resistenz. Oder die ganze Variabilität der Gene, der Sequenzen in der breiten Bevölkerung von dem Schädling kann Resistenz machen. Das heißt, das schiebt sich dann zurück und kann dann noch stärker kommen als zuvor. Das andere ist, man hat auch das CRISPR, diese Schere da jetzt drin. Und wenn man eine Resistenz hat, wo schneidet die vielleicht sonst noch? Das heißt, die Mutationsrate im Organismus erhöht sich. Also Sie sehen, also die ganze Evolution wird im Grunde genommen da auf sehr wackelige Beine gestellt oder auf eine Ebene gehoben, wo wir überhaupt keine Vorhersagbarkeit mehr haben. Es gibt wenn ich das richtig sehe, die Anwendung, dass man sogenannte invasive Arten versucht auszurotten, die sich in anderen Ländern breit gemacht haben. Sie haben gerade Malaria genannt. Das ist ein Thema, auf das wir jetzt dann später auch noch detaillierter eingehen wollen. Mhm. Wer finanziert solche Forschung? Ist das alles noch Grundlagenforschung, die eher von staatlichen Institutionen finanziert wird? Sind es Unternehmen? Wer ist es? Ist verschieden. Natürlich wie bei der Fliege, wo ich das eben sagte, die Drosophila, das wurde teilweise eben dann von denjenigen finanziert oder wird finanziert, die das anbauen, gell? Also die diese Kirschen zum Beispiel dann anbauen. Dann gibt es natürlich, wenn es um das Thema geht, dass man zum Beispiel Mäuse von Inseln auf Inseln ausrotten will, wo die Schädlinge geworden sind. Das ist dann wieder ein ganz anderes Konsortium, das da Gelder gibt. Und da hat zum Beispiel DARPA, das ist also die von den USA, die Forschungsprojekte zur Verteidigung der USA, die haben da sehr viel Gelder mit reingesteckt, aber die stecken auch eben Gelder in andere Forschung wie die Mücken mit rein, also auch in die Anti-Gene-Drive-Forschung, weil es eben klar ist, dass diese Art und Weise von Technologie nicht nur für friedliche Zwecke verwendet werden kann, sondern eben auch aggressiv benutzt werden kann.
Und dann natürlich viele Philanthropen sehen da eine Möglichkeit, ihre eigenen Ideen vorwärts zu bringen. Und Bill Gates Foundation, Tata, also die tun da sehr viele Gelder rein. Und da ist natürlich, die Interessenslage ist natürlich auch gegeben von der Seite, die sehr auf die Gentechnik setzt. Und das heißt also, dass, was wir jetzt sehen, ist häufig, dass der Druck, das jetzt umzusetzen, im Grunde genommen nicht angemessen ist gegenüber dem Risiko, das da ist. Aber weil da eine solche große Interessenslage dahinter steckt, ist der Schub eben sehr stark. Interesse an Gesundung, an Heilung, an Krankheitsprävention oder was meinen Sie? Also Malaria ausrotten. Es ist ja nicht nur Malaria, es sind ja auch, wie gesagt, wir sehen es bei der IUCN, im Moment IUCN, weiß ich jetzt nicht, wie es auch... Internationale Naturschutzorganisation. Danke. Ja. Da wird jetzt auch die ganze synthetische Biologie betrachtet. Und die Frage ist jetzt, kann man die Gentechnik, sollte man die Gentechnik und besonders Gene Drives verwenden im Naturschutz? Und was bedeutet das? Und da ist ein sehr starker Druck von Interessen eben, die sich auf diese Technologien mehr verlassen wollen, als zum Beispiel die grundsätzlichen Probleme anzugehen, die das eben dazu geführt haben, zu diesen Symptomen. Also auch ökonomisch motivierter Druck, natürlich, wenn ich es richtig verstehe? Oder meinen Sie Druck einfach, es gibt eine Debatte jetzt Ökologen versus Ökologen, die einen mit Technologie, die anderen ohne oder beides? Ich meine, natürlich sind da sehr viele sehr stark in den finanziellen Interessen dran, wenn wir jetzt uns zum Beispiel gucken. Die Debatte, die läuft in dem Rahmen der Konvention für biologische Vielfalt, also die CBD. Es ist ein sehr, sehr, die ganze synthetische Biologie ist sehr kontrovers. Und einige wollen nicht anerkennen, dass das eine neue Sache ist, die betrachtet werden sollte, weil eben die Interessen der Konzerne, wie ob es nun Monsanto oder Bayer oder andere innovative Unternehmen da, auch pharmazeutische, da eben sehr starke Interessen mit drin haben und wollen nicht, dass da neue Regelungen gemacht werden. Sie wollen lieber, dass die Regelungen runtergebaut werden, sodass man im Grunde genommen das verwenden kann nach Belieben, während die anderen von uns dagegen schieben. Ja, diese Debatte wird jetzt geführt in der CBD. Mhm. Vielleicht können Sie in ein, zwei Sätzen sagen, wie wird die geführt und was erwarten Sie auch im nächsten Frühjahr? Ja, also wir haben es bei den ganzen Diskussionen, die wir haben, auch die Expertengruppen gesehen, dass da die Einflussnahmen zum Beispiel direkt gezielt wird. Da gibt es eine Aufdeckung, die hieß die Gene Drive Files. Und da kann man zum Beispiel sehen, dass Bill Gates da 1,6 Millionen in eine PR-Agentur gesteckt hat. Und ich hatte mir das mal aufgeschrieben jetzt, weil ich das so interessant fand. Das steht auf der Bill und Melinda Gates Foundation Seite drauf. Das Geld ging an diese Agentur, also Emergence AG, to increase awareness, understanding and acceptance of possible gene drive applications. Also die wollen also nicht nur, dass das Verständnis, sondern dass es akzeptiert wird. Und da werden dann natürlich mehr und Leute eingeschaltet, die jetzt da im Grunde genommen sagen sollen, ist alles in Ordnung, wir wissen genau, was wir da machen und was passiert. Und das Vorsorgeprinzip, das sehen wir auch in verschiedenen anderen Ebenen, wird versucht einfach da auszuhebeln. Man könnte ja argumentieren, dass es sozusagen Einflussnahme der Befürworter, es gibt auch Beeinflussnahme der Kritiker. Also wie schätzen Sie da die Gemengelage ein in der CBD? Also wer wird sich durchsetzen oder ist es noch unklar? Ich denke, es ist, wenn wir wirklich gucken nach dem Vorsorgeprinzip und dass die CBD ja auch dazu da ist, um die Nutzung, also für die Konservierung, also wie heißt es, für die Erhaltung und die Nutzung von der Biodiversität da ist, dann muss man im Grunde genommen jede neue Technik, die da kommt, wirklich sehr genau angucken, um zu sehen, ob da keine Gefahren sind, die das nicht nur keine Fähigkeiten haben, sondern die das sogar noch verschlimmern. Deswegen denke ich, dass die Seite, die sagt, also Vorsorgeprinzip ist sehr, sehr wesentlich hier, dass die doch stärker da sind. Aber das heißt, dass dadurch natürlich der Öffentlichkeits,
Druck, das zu sagen, einfach, oh, schaut mal Malaria, also dass das jetzt das Vorhängeschild ist, um eben etwas ganz anderes vorwärts zu treiben. Und das müssen wir sehen, wie es ist. Es kommt darauf an, wie wir alle eben uns die Zeit nehmen, das durchzudenken. Und da eben an der Zeit Zukunft sich auch arbeiten. Die Konferenz gibt. Ne? Ja. Unsere Zeit ist leider ja auch begrenzt, deswegen wir treffen uns später nochmal, wir kommen zum nächsten Gesprächspartner. Es gibt aber eine Sachfrage noch, die aus dem Chat kommt. Und zwar möchte jemand wissen, ob die Gefahr besteht, dass die Eigenschaften, die so einem Gene Drive beigebracht worden sind, sich dann bei der Freisetzung auch auf andere Arten ausbreiten. Oder ist das spezifisch genug, um wenigstens immer eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Das eine ist, dass es natürlich sich auf Arten springen kann, wo auch manchmal Auskreuzungen stattfinden können. So wie bei der Malaria-Mücke gibt es da 4 oder 5 andere Arten, die einfach häufiger auch sich auskreuzen. Aber eine andere Art und Weise ist natürlich dieses sogenannte Horizontal Gene Transfer, also wo es zum einen kann es vererbt werden, das andere ist, dass es durch andere Möglichkeiten das Gen transportiert werden kann. Haben wir schon häufig gesehen, innerhalb von Fliegen oder von Fliegen zu anderen. Das heißt, dass wo die Gene dann rüberspringen. Die Möglichkeit ist natürlich auch gegeben, weil Gene Drive eben so klein ist und auch nachgebaut wurde im Prinzip nach den Elementen, die in der Natur vorkommen, die das auch tun. Also es ist etwas, das wirklich mit betrachtet werden muss, ja. Allerletzte Frage. Im Augenblick gibt es solche Freisetzungen aber noch nicht und es gibt auch Regeln für die Biosicherheit, die das zumindest regulieren würden oder wie ist da die Lage international? Regelung. International ist im Grunde genommen die CBD dafür zuständig. Die WHO guckt da auch, die Weltgesundheitsordnung guckt da auch ein bisschen mit hinein, aber eben nur vom Gesichtspunkt der menschlichen Gesundheit, während die CBD natürlich für Umwelt verantwortlich ist. Und wenn man es guckt, da gibt es keine Regelungen, die jetzt gucken, was man machen muss, um Auswirkungen, weil die halten ja nicht an Grenzen an diese Organismen. Die können sich ja global verbreiten. Das heißt, wie geht man damit um? Wie guckt man nach, was in einem Nachbarland passieren kann? Wie muss man da zu übereinstimmenden Entscheidungen kommen? Da gibt es eben keine Verträge und Vertragswerke und da schieben wir gerade. Denn das Biosicherheitsabkommen haben wir, das Cartagena-Protokoll, genau. Aber das ist für den Handel von gentechnisch veränderten Organismen. Das heißt, da ist ein großer Regulierungsbedarf. Absolut. Und vielen Dank, Frau Steinbrecher, for the time being. Und dieser Regulierungsbedarf ist auch deswegen gegeben, weil es zumindest ein Land gibt und wahrscheinlich auch mehrere, in denen solche Freisetzungsversuche zumindest schon mal geplant sind. Dieses Land ist Burkina Faso. Wir haben gerade gehört, dass eine Initiative, bei der die Bill Gates Stiftung einer der Akteure ist, nämlich Target Malaria, die solche genveränderten Malaria-Mücken erproben möchte in diesem afrikanischen Land. Und wir haben nun einen Gast, Ali Tapsoba. Ich hoffe jedenfalls, dass er da ist, der uns aus seiner Perspektive berichten kann, wie das in seinem Heimatland wahrgenommen wird. Ali Tapsoba, sind Sie da? Wir haben, fürchte ich, doch ein Problem mit der Verbindung? Nein. Herzlich willkommen, Ali Tapsoba. Ich darf Sie kurz vorstellen. Sie sind Menschenrechts- und Umweltaktivist. Sie arbeiten für eine Organisation Terre à Vie und für das Kollektiv Citoyen pour l'Agroécologie, also eine Initiative für Agroökologie. Und Sie haben sich mit dem Thema Gene Drive und Malaria-Mücke beschäftigt. Vielleicht können Sie uns kurz die Situation in Burkina Faso schildern. Wie weit ist denn das Experiment dort? Wer möchte dort Versuche starten? Wie weit sind die Planungen? Erzählen Sie bitte.
Alors, il faut dire que l'état des lieux au Burkina Faso se présente actuellement comme suit. Burkina Faso, das ist wie folgt. Es gibt zwei Gentypen, Vegetale, das sind hier Bohnen, die sind genmodifiziert. Im beschränkten Bereich wird darüber geforscht in allen afrikanischen Ländern. Das ist eine Gemüsepflanze, das wird gerne verzehrt, hat sehr viele Proteine. Und wenn man das in einem Feld aussetzt, das wird insgesamt den Ernährungsbereich beeinflussen. Dann gibt es die Mücken, die genetisch modifiziert wurden. Also das ist, was am gefährlichsten ist derzeit. Und es gibt dieses Projekt Target Malaria, das hat begonnen 2012 und 2016 erst sind wir darüber informiert worden, dass nämlich diese Eier importiert worden sind, damit sie in unserem Land in Boro in einem Insektarium ausgesetzt werden. Das Projekt wird gelenkt von einem Forschungszentrum. Sie haben 2019 6.419 Insekten ausgesetzt. Sie sagen, sie seien steril, aber das ist unwahrscheinlich, dass das alles männliche Insekten sind. Es müssen auch weibliche mit dabei sein. Und es gab in dem Dorf von Bana in der Nähe von Burkina Faso dieses erste Versuch, ist weit von der Hauptstadt entfernt. Und Burkina Faso wurde dafür ausgewählt als ein Land, wo also genmodifizierte Lebewesen ausgesetzt werden. Die Testkaninchen sind letztlich Menschen und es hat natürlich sehr viele kontroverse Debatten hervorgerufen. Alle Sender, Medien waren entsetzt darüber, dass die Regierung musste eine Erklärung abgeben, um die Leute wieder zu beruhigen. Aber sie konnten die Leute nicht beruhigen. Die haben nur gesagt, sie sollten bitte dieses Projekt einstellen. Wir haben gesagt, das könnten wir nicht weiter vorantreiben, ein solches Projekt. Also Target Malaria, ja, wenn ich das einmal sagen darf. Ich würde gerne eine kurze Nachfrage stellen zu dem Versuch. Das waren aber noch nicht gentechnisch veränderte Mücken, wenn ich richtig informiert bin, oder? Sondern eine Vorbereitung für die GVO-Aussetzung dann in 2 Jahren, also erst ein experimenteller Versuch mit Mücken, um zu sehen, wie sie sich ausbreiten, oder? War das schon gentechnisch verändert nach Ihrer Information? Bien sûr. Ja, Target Malaria haben gesagt, sie haben genmodifizierte Insekten ausgesetzt. Sie haben nicht gesagt, dass die Gene Drive erfahren hätten. Die Eier, die importiert worden sind, das waren genmodifizierte Eier. Aber kein Gene Drive, noch kein Gene Drive, okay. Ja, noch kein Gene Drive. Okay, okay. Nein, nein. Okay. Und man muss sagen, in Bezug auf die Herangehensweise von Target Malaria, dieses Projekt hat es sich zu Nutzen gemacht, dass es so viele Analphabeten gibt im Land. Sie konnten das gar nicht verstehen, was das denn bedeutet, genmodifiziert. Den Leuten wurde nur gesagt, da kommen welche, wollen helfen, die Malaria zu bekämpfen. Und in den
Gemeinden haben Sie auch Jugendliche dazu angehalten, dass sie helfen, Mücken einzufangen, sich gar stechen zu lassen. Also es sind Dinge, die stehen im Widerspruch zum Helsinki-Protokoll. Target Malaria. Die hatten da nicht frei ihre Zustimmung zu erteilt. Es wurde tatsächlich Missbrauch betrieben, aufgrund des Umstands, dass so viele Analphabeten im Land sind. Und gleichzeitig hat die Regierung die Einwilligung dazu gegeben. Das Projekt wurde finanziert und zum weiteren Vorantreiben des Projekts wurde das genutzt. Aber die Bevölkerung war nicht einverstanden mit diesem Projekt. Was hat uns dazu gebracht, dass wir gegen dieses Projekt gewesen sind? Ich würde ganz gerne kurz sagen, Target Malaria selbst sagt ja, wir haben nichts ohne Zustimmung der Menschen gemacht. Kann es denn womöglich sein, dass vielleicht auch die Dorfältesten nicht gut kommuniziert haben? Also ist es vielleicht auch ein Zusammenspiel gewesen, warum das dann bei den Leuten nicht angekommen ist? Nee, die Lügen von Target Malaria. Wir sind in diese Dörfer gegangen, haben mit Dorfmitgliedern gesprochen. Was passiert? Target Malaria diskutiert nur mit einigen Dorfvorstehern und die geben dann ihre Meinung ab. Also es kann nicht von Zustimmung die Rede sein, denn die wissen ja gar nicht, worum es da eigentlich geht. Wir sind in die Dörfer gegangen und man hat Todesdrohungen an uns ausgesprochen, weil die wollten gar nicht, dass wir hier den Leuten erklären, was das ist, Target Malaria. Die hatten Angst, dass alle letztlich erfahren würden, worum es geht. Also sie waren korrupt, haben die Dorfvorsteher bestochen und wenn man sich das anschaut, was dafür Formulare ausgestellt worden sind. Das sind keine Zustimmungsformulare. Das sind Leute, die versprechen, die sprechen kein Französisch. Es wurde ihnen einfach nur übersetzt. Sie haben das dann unterzeichnet. Zudem wurde gesagt, diese Mücke kann sich nicht weiter fortbewegen. Man kann nicht nur mit einer kleinen Dorfgemeinschaft irgendwo sprechen und dann sagen, das reicht schon aus. Die Mücken, die können ja auch fliegen, überall hin. Die können vom Wind, können 15, 20, 100 Kilometer weiter fortgetragen werden. Und Target Malaria hätte sich darum bemühen müssen, dass sie die Meinung sich der Gesamtbevölkerung im Burkina Faso einholen und nicht nur mit einigen Analphabeten in einem Dorf darüber reden, die gar nicht verstehen, worum es dabei geht. Also Target Malaria hat sich nicht die Zustimmung geholt. Also Sie sehen das kritisch. Ich kann, da niemand von Target Malaria hier ist, kann ich nur sagen, das wird von denen anders beschrieben. Aber vielleicht mal die grundsätzliche, also Sie haben ja Ihre Erfahrungen, aber vielleicht nochmal die grundsätzliche Frage. Malaria ist ja ein riesiges Problem. Warum sind Sie, und man muss immer abwägen, Risiko und Chance, warum sind Sie so skeptisch gegenüber dieser Methode? Und vielleicht können Sie auch kurz sagen, was Sie für Alternativen sehen in der Malaria-Bekämpfung, wenn man sie nicht einsetzen würde. Ja, Malaria ist ein Business geworden in Afrika. Sterblichkeitsrate, das sind alles falsche Zahlen. Also es geht nur darum, dass man Geldgeber bekommt. In Wahrheit, wenn man sich bestimmte Tabellen anschaut, die die Forschungsinstitute veröffentlichen, da sieht man, dass das eigentlich zurückgeht, diese Zahlen. Wir sind sehr skeptisch in Bezug auf diese Illusion, dass Target Malaria da bei uns etwas ausrichten könnte. Wir haben die Erfahrung gehabt mit der Baumwolle, die genmodifiziert worden ist. Als man die genmodifizierte Baumwolle zu uns getragen hat, wurde uns gesagt, das wird
Probleme mit sich bringen, weil schnell gibt es diese mögliche genetische Verschmutzung. Es gibt lauter Phänomene, die kann man nicht mehr unter Kontrolle bekommen. Und in der Tat, der Baumwollanbauer in Burkina Faso als Monsantos, die genmodifizierte Baumwolle gebracht hat, da ist der Ertrag gesunken und es kam nicht mehr zu einer Erneuerung und es konnte nicht mehr international weiterverkauft werden, weil es dann gesagt, das können wir nicht mehr weiter zulassen. Als wir dann gehört haben, das Ziel von Target Malaria besteht darin, Gene Drive zu betreiben, da haben wir gesagt, das ist ja die reinste Katastrophe. Es gibt wissenschaftliche Veröffentlichungen, die klar zeigen, Gene Drive, das ist noch keine Technik, die man tatsächlich beherrscht. Das ist eine äußerst anfällige, ungewisse Wissenschaft. Das ist noch nirgends tatsächlich belegt. Dann haben wir uns gesagt, warum nicht in Frankreich, in den USA? Warum geht man nicht dahin, nicht in irgendeiner großen Schule, das da dort testen mit den Studenten? Warum bringen sie das zu uns? Warum hat man nicht erst in wissenschaftlicher, besser ausgestatteten Ländern versucht, das auszuprobieren, bevor man das zu uns bringt? Wenn das doch gut ist, dann sollen die das erstmal bei sich ausprobieren. Wir haben gesagt, wir können das hier nicht zulassen. Also. Ja, vielen Dank. Im Interesse unserer leider kurzen Zeit. Was erhoffen Sie sich von der Biodiversitätskonferenz im nächsten Jahr? Wir hoffen, dass erst einmal endlich einmal der Geist, die Gesinnung von Karthago respektiert wird, dass man die erforderlichen Vorkehrungen trifft, dass da bei dieser Konferenz der Wunsch der einheimischen Bevölkerung respektiert wird, dass es ein Moratorium geben wird zum Gene Drive, dass da klar gesagt wird, es ist eine Technik, die man noch nicht beherrscht, die noch sehr vielen Zufällen ausgesetzt ist, die noch sehr stark in Widersprüchen steckt und dass man das deswegen noch nicht praktizieren kann. Denn ich war ja gerade im Begriff, ihn zu erklären, also politisch betrachtet, gesellschaftlich betrachtet, kulturell betrachtet. Also Gene Drive, das wird eine Umwälzung bedeuten für Afrika. Sie wissen ja, was Target Malaria da gerade tut. Das wird eine Auswirkung haben auf das Gesundheitssystem Afrikas. Das wird eine Abhängigkeit unseres Gesundheitssystems von multinationalen Unternehmen schaffen. Also eine Mücke aus dem Labor, das kostet sehr viel Geld, mehrere Milliarden. Und die Afrikaner müssen Geld ausgeben für etwas, was gar nicht gesichert ist. Und das wird große Unordnung schaffen in unserem Gesundheitssystem und auch gesellschaftlich betrachtet. Wenn wir da eine Generation haben. Vielen, vielen Dank, Ali Tapsoba, dass Sie uns Ihre Sorgen vorgetragen haben. Wir reden vielleicht später nochmal, wenn es die Zeit zulässt. Sie haben das Stichwort Gesundheitssystem gesagt. Ich muss ganz kurz noch sagen, viele, so habe ich gerade erfahren, haben keine gute Übersetzung bekommen von dem, was Ali Tapsoba gesagt hat. Deswegen von meiner Seite die sehr kurze Zusammenfassung. Er hat kritisiert, dass das Projekt Target Malaria in Burkina Faso
die Bevölkerung nicht ausreichend aufgeklärt habe. Und er hat seine Sorge artikuliert, dass Gene Drives noch nicht ausgereift sind in der Forschung, sodass ökologische Risiken und vielleicht auch sogar gesundheitliche Risiken damit verbunden sein könnte. Er hofft, dass dieses Thema bei der CBD im nächsten Jahr so aufgegriffen wird, dass all das gewährleistet wird, dass die Menschen beteiligt werden, wenn solche Tests laufen. Wie gesagt, Target Malaria sagt, wir haben sie beteiligt, aber es scheint kommunikativ, sagen wir mal so, nicht besonders gut gelaufen zu sein, so viel aus der Ferne. Das Stichwort Gesundheitssystem bringt uns zu unserem nächsten Experten, Andreas Wulff. Andreas Wulff ist Referent für globale Gesundheit bei der Organisation Medico International, einer Organisation der internationalen Solidarität, die auch als Hilfsorganisation fungiert, als Aufklärungsorganisation, die sehr vielfältig aktiv ist. Sie haben zugehört. Vielleicht können Sie kurz skizzieren, wie Sie den Einsatz von solchen Technologien wie Gene Drives einschätzen. Ist das ein Durchbruch? Wie schätzen Sie es ein? Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Mein Eindruck ist, wenn ich so ein bisschen aus der Geschichte auch dieses Malaria, der ganzen Malaria-Bekämpfung herkomme und denke, ist, dass dieser Wunsch danach, dass man jetzt einmal es schafft, den Erreger oder die Mücke so unter Kontrolle zu kriegen, dass man das dann ein für alle Mal beendet, das Problem der Malaria, das ist ein großer alter Wunsch der Menschheit und der ist immer wieder schiefgegangen. Und unser Gefühl dazu oder unser Eindruck dafür, ohne dass wir Experten für Gene Drive sind, ist, dass genau diese Hoffnung darauf, dass man etwas ausrotten kann, was sozusagen biologisch auch gesundheitlich verankert ist in Gesellschaften, dass das ein großer, in der Regel funktioniert das nicht. Es gibt sozusagen ganz seltene Erfolge mit diesem Konzept. Da werden die Pocken natürlich immer besonders betont. Aber der eigentliche, sag ich mal, die Erfahrung vieler Jahrzehnte der Bekämpfung und Eindämmung von Malaria zeigt eigentlich, dass es nur funktioniert, wenn man kontinuierlich tatsächlich auch mit den betroffenen Gemeinden und in den Gesellschaften zusammenarbeitet und nicht sich verlässt auf einen technologischen Durchbruch, wie das DDT einmal war, wie das bestimmte Malaria-Medikamente auch sind, wie das die Bettnetze sind, die jetzt so promoted werden, sondern es funktioniert immer nur dann, wenn es im Teil integriert wird in ein kontinuierliche Gesundheitsvorsorge und auch Behandlungssystem. Sie haben es, also verstehe ich Sie richtig, dass Sie sagen würden, in so einem Behandlungssystem könnte das womöglich auch eine Rolle spielen oder hätten Sie grundsätzliche Bedenken? Also grundsätzlich finde ich die Argumente, die wir gehört haben, auch von der gleich am Anfang von Frau Steinbrecher, die sind ganz grundsätzlich in Frage, also natürlich ganz relevant. Die Hoffnung, dass man bestimmte Manipulationen in Ökosystemen einführt, die man kontrollieren kann und wo man eben nicht die Nebenwirkungen, die langfristigen, unerwarteten und unerfreulichen Nebenwirkungen mit einberechnen muss, das halten wir für ein großes Problem. Also und gerade wenn das jetzt, wie deutlich auch nochmal wurde von Herrn Tapsola gesagt, in den Gemeinden auch überhaupt nicht oder in den Gesellschaften, den Ländern nicht wirklich kommuniziert und mit ihnen entstanden ist. Da sehen wir grundsätzlich große Probleme. Vielleicht können Sie, weil es ja immer eine Güterabwägung ist, nochmal beschreiben, wie sieht es, es gibt ja Länder, in denen Malaria sozusagen nicht ausgerottet, aber doch stark minimiert wurde. Ja. Wie ist denn das gelungen? Also wie könnte es gelingen, wenn nicht mit einer solchen Technologie? Hm. Was kann ja, man? Ja, gerne. Das Interessante ist, dass die großen Erfolge der Malaria-Bekämpfung, die man in den 50er, 60er Jahren, ja, also wo sich die Weltgesundheitsorganisation sehr reingehängt hat und immer ganz beeindruckende Anfangsergebnisse zeigen konnte, also wenn es tatsächlich ein gesamtgesellschaftlich
in dem Land mit eben der Kontrolle der Mücken und mit der Kontrolle der Erreger durch die Behandlung es tatsächlich möglich ist, das Level der Infektion in der Gesellschaft zu kontrollieren und zu reduzieren, dass man damit sehr große Erfolge natürlich für die konkreten Menschen erreicht und dass man immer, wenn dieses Engagement nachlässt, es dann sozusagen zu Rebound-Effekten gibt. Das heißt, dass es sozusagen wieder größere Epidemien auftauchen. Das auch dann möglicherweise verursacht dadurch, dass große Bevölkerungsbewegungen durch Flucht und Kriege entstehen. Aber die eigentliche Lehre in den Ländern, in denen das gut funktioniert, ist, dass man kontinuierlich dranbleiben muss. Und das ist das, was mir Sorge macht, die ganze Konstruktion einer Idee, wir setzen da etwas los und dann müssen wir uns nicht mehr darum kümmern. Und dann haben wir ein Problem von den vielen Gesundheitsproblemen, die es natürlich auch noch gibt, das haben wir dann mal abgearbeitet. Ich glaube, das ist ein großer, also das würde ich von meinem Gefühl her und ohne, dass ich ein Gene Drive Experte bin, sagen, schon das ist ein großes Problem. Unabhängig von den Nebenwirkungen und den gefährlichen Effekten und den unerwarteten Effekten, die es geben wird und die wir noch gar nicht kennen, möglicherweise, die da noch dazu kommen. Ich war jetzt schon. Woher rührt dieses Gefühl, das Sie haben? Sie beschäftigen sich ja auch in der globalen Gesundheitspolitik mit anderen Themen von AIDS bis Lungenentzündung und so weiter. Ist das sozusagen ein Ansatz oder ein Konflikt, den es immer wieder gibt, der zwischen den technischen Träumen und den eher auf politische Strukturen, auf gute Gesundheitsvorsorge setzenden Strukturen? Kann man das so sagen? Ja, das ist sicher, das ist da sicherlich eine Grundüberzeugung oder aber auch die erfahrungsgesättigt ist, die wir haben, dass tatsächlich der Wunsch danach, dass man mal endlich auch den Krebs überwindet oder dass man sagt, wir finden jetzt eine Möglichkeit, dass Diabetes tatsächlich weniger ein großes Problem ist. Das ist etwas, was uns nahe liegt und wo natürlich immer auch die Pharmaindustrie nach neuen Medikamenten forscht, neue Impfstoffe entstehen. Aber gerade finde ich jetzt auch in der Debatte um Covid-19 wird ja deutlich, dass bei aller Investition in diese Impfstoffe jetzt die Bedenken schon sehr deutlich artikuliert werden, dass selbst mit den Impfstoffen wir nicht so möglicherweise gar nicht an einen Punkt kommen, an dem so etwas wirklich vorbei ist. Und dieses vielleicht auch natürlich auch unserer jetzt mehr jahrzehntelangen Erfahrung mit HIV und bei dem es immer noch keinen Impfstoff gibt. Es gibt einfach auch Gesundheitssituationen und Dinge, um die muss man sich einfach kontinuierlich kümmern. Und das hört nicht einfach auf. Und das ist die große Ausnahme, dass man etwas so ausrotten kann, wie man die Pocken einmal ausgerottet hat. Und ich bin mir selbst bei den Kinderlähmungen noch nicht sicher, dass es tatsächlich auf Dauer gelingt, was mit einem enorm hohen Einsatz ist. Und bei eben Erregern, die auch noch mit Vektoren übertragen werden, also durch die Mücken, ist die Kontrolle, diese vermeintliche Kontrolle, die wir da erreichen, durch noch so eine geniale Technologie immer nur begrenzt. Und diese Begrenztheit, finde ich, führt uns dazu zu sagen, man muss mit den Menschen in ihren natürlich auch Bedürfnissen und auch ihren Schwerpunkten, die sie selber setzen für ihre Gesundheit, zusammenarbeiten und Lösungen vor Ort finden und sich nicht auf diesen technologischen Fix verlassen. Die Rede war von der Rolle der Philanthropen, namentlich der Bill Gates Stiftung. Damit haben Sie sich ja auch beschäftigt. Die steht auch im Zusammenhang mit Corona, zum Teil auch mit heftigsten Verschwörungstheorien in der Kritik. Also man kann, glaube ich, schon von schieren Erfindungen reden, die da im Internet verbreitet werden. Aber es gibt vielleicht ja auch Kritik, die berechtigt ist. Wie beobachten Sie das? Diese Stiftung gibt sehr viel Geld aus, sicherlich im guten Motiv. Sie hat diese Hoffnung, von der Sie sagen, Sie finden die
limitiert. Wo ist die Grenze zwischen berechtigter Kritik, zwischen Anerkennung und Verschwörung? Wie würden Sie das beschreiben? Ja, wir sagen häufig die, und vielleicht so als Begriff, die Geldstiftung ist mehr ein Symptom als eine Ursache von dem Problem. Das heißt, sie ist ein Symptom auch von einer Weltordnung, die eben so viel Macht diesen privaten Akteuren, den Unternehmen und ihren Stiftungen zuspricht, dass dann die Frage, wer kontrolliert denn eigentlich die Entscheidung in einem solchen großen Konzern, der die Stiftung ja faktisch ist, wie der seine Schwerpunkte in der Forschung setzt, die ja nur noch kontrolliert wird von einer kleinen Handvoll von Menschen, de facto von einem Ehepaar, dann Bill und Melinda Gates, die sich heute entscheiden, etwas zu Malaria zu machen und möglicherweise auch übermorgen zu einer anderen Krankheit. Und das ist ein Grundproblem, das wir sehen. Und wie Frau Steinbrecher ja auch ausgeführt hat, das Problem wird dann umso größer, wenn eine solche Stiftung auf diesen vielen verschiedenen Ebenen mitspielt, nicht nur Forschungsförderung betreibt in enormem Umfang und natürlich auch die Forscher entsprechend abhängig werden von dieser einen Förderlinie, aber dann auch noch die mediale Umsetzung dieser Forschung zum Beispiel auch noch mit Unternehmen, mit Finanzierung begleitet und damit dann auch nochmal die Funktion, die zum Beispiel eine kritische Öffentlichkeit haben sollte, selber mit unterminiert. Und das, finden wir, ist schon ein Problem, dem sich die Gates-Stiftung stellen sollte. Zusätzlich dazu, dass sie auch tatsächlich diesen sehr technologischen Ansatz haben, dass sie glauben, mit einer Investition in einen technologisch fortgeschrittenen Mechanismus eben auch solche komplexeren gesundheitlichen Probleme zu lösen, wie wir das von Malaria verstehen. Das heißt, Sie haben vor allen Dingen eigentlich demokratietheoretische Bedenken, wenn ich das richtig verstehe. Vielleicht kann man das so formulieren. Ja. Ja, das zum einen schon, aber auch, weil die Gates-Familie natürlich auch aus einem unternehmerischen Denken herauskommt und sehr stark die Rolle öffentlicher Institutionen und auch öffentlicher Gesundheitsdienste eher in Frage stellt, anstatt sie zu stützen und damit auch in eine Tendenz verstärkt, die es sowieso schon gibt. Das erfindet auch nicht die Gates-Stiftung, das ist ganz wichtig. Aber die Skepsis gegenüber öffentlichen sozialen Diensten und Institutionen ist ja etwas, was die letzten 20, 30 Jahre nochmal deutlich gewachsen ist und wo man sagen muss, wir sehen jetzt eher in einer solchen großen globalen Gesundheitskrise die enorme Wichtigkeit funktionierender öffentlicher Institutionen, die auch das Vertrauen der Menschen genießen, wenn sie zum Beispiel Ausgangsbeschränkungen und Maskentragen verordnen. Und da, finde ich, wird deutlich, dass einem da die Gates-Stiftung auch nicht hilft, weil die Gates-Stiftung immer nur in einer Richtung denkt, in der sozusagen der Impfstoff am Ende steht. Aber nicht die Frage, wie in der Gesellschaft tatsächlich die Bewältigung eines solchen Krisengeschehens so funktionieren kann, dass tatsächlich alle Menschen sich mitgenommen fühlen und alle Menschen, wie das auch Herr Tapsoba sagte, die Notwendigkeit, mit den Menschen zu reden und so, dass sie das auch verstehen, da finde ich, auf solche Dinge achtet die Gates-Stiftung nicht. Und das, finde ich, ist dann ein echtes Problem. Sie ist ja eine Learning Organization, so sagt sie selber. Und da wir alle jetzt nach Corona noch mal eine ganze Menge gelernt haben, wird sich das ja vielleicht auch dahin sozusagen ausbreiten. Ganz herzlichen Dank für diese Einschätzung. Das war für eine spezifische Technologie noch mal ein großer politischer Rahmen. Ganz herzlichen Dank, Andreas Wulff. Wir kommen zu unserer letzten Podiumsteilnehmerin. Ich sehe jetzt keine sachlichen Nachfragen hier, deswegen herzlich willkommen Mareike Imken. Mareike Imken gehört auch zu den Organisatorinnen hier dieser Reihe und sie ist Leiterin der europäischen Stop Gene Drive Kampagne, arbeitet für die Organisation Save Our Seed. Herzlich willkommen.
Sie sind ja, wie der Name der Kampagne schon sagt, sehr kritisch gegenüber dieser Technologie auch. Ich würde Sie ganz gerne fragen, nochmal am Anfang, ich komme immer wieder auf diese Güterabwägung zurück. Die Alternative zu solchen Technologien wäre ja womöglich oder ist jedenfalls in vielen Ländern der Einsatz von Pestiziden. Warum ist das besser oder ist das besser als Gene Drives? Also Pestizide sind auf jeden Fall schädlich für die Umwelt und für die Artenvielfalt, das ist klar. Aber jetzt sozusagen den Vergleich 1:1 anzustellen, das sehe ich jetzt nicht als möglich. Denn bei Gene Drives handelt es sich einfach um einen ganz anderen Eingriff in die Natur, als das bei Pestiziden der Fall ist. Es wird immer argumentiert, dass bei Gene Drives ja nur ein ganz kleiner, ja vernachlässigbarer Eingriff in das Erbgut von Organismen durchgeführt wird, der auch diesen Organismen keinen Schaden zufügt. So. Aber letztendlich geht es dabei ja darum, dass wir überhaupt nicht als Menschheit überblicken können oder auch die Wissenschaftlerinnen aktuell noch nicht, was diese gentechnische Veränderung in diesen Organismen auf genetischer Ebene, aber auch auf das Verhalten der Art für einen Einfluss hat und auch wiederum ihre Interaktionen in den Ökosystemen. Und gerade wenn man dann eine ganze Art ausrottet, und das ist ja sozusagen das Neue an dieser Art von Gentechnik, dass wir als Menschheit ein Werkzeug an die Hand bekommen, um wildlebende Arten gezielt auszurotten oder zu verändern, das ist irgendwie in Zeiten eines für die Menschheit existenziellen Artensterbens wirklich, wirklich zu bedenken und auch ethisch zu diskutieren. Und das ist nicht, sollte aus unserer Sicht nicht leichtfertig von wenigen entschieden werden. Ihre Organisation fordert ja zusammen auch mit anderen, dass es ein Moratorium geben soll, ein globales Moratorium für diese Technologie. Und Sie tun das eben auch jetzt im Vorfeld der CBD und mit Blick auf die CBD. Wie konkret stellen Sie sich das vor? Wie groß sind die Chancen? Warum auf dieser Ebene? Also die Gene Drives haben ja, wie auch Ricarda Steinbrecher eingangs erwähnte, ein sozusagen globales Ausbreitungspotenzial. Einmal freigesetzt können sich diese Organismen ja überall dorthin ausbreiten, wo sie lebensfähig sind und nehmen dabei auch auf Ländergrenzen keine Rücksicht. Und das ist sozusagen eine ganz neue, ja, was heißt eine ganz neue, eine akutere Situation, was die Gentechnik anbetrifft und die auch von der aktuellen internationalen Gesetzgebung durch das Cartagena-Protokoll überhaupt noch nicht abgedeckt ist, dass sich diese Organismen selbstständig verbreiten und auch nicht mehr kontrollierbar sind und auch eine Zustimmung im Vorfeld durch diese Länder nicht immer dann erfolgen kann. Ne? Und genau deshalb muss es von vornherein aus unserer Sicht eine Debatte auf internationaler Ebene geben und eine Entscheidung, die sicherstellt, dass alle ihre Zustimmung gegeben haben, dass diese Technologie genauso mit all ihren Unwägbarkeiten dann auch eingesetzt wird, wie es derzeit der Fall ist. Und aus unserer Perspektive ist das Wissen einfach noch gar nicht so weit fortgeschritten, als dass man diese Entscheidung eigentlich tatsächlich schon fällen kann. Und deswegen fordern wir dieses Moratorium, um einfach mehr Zeit zu schaffen, um diese Diskussion zu führen, mehr Wissen noch zu sammeln, Technikfolgenabschätzungen durchzuführen und die fehlenden spezifischen Regularien dann auch zu etablieren. Soweit ich das weiß, ist so ein Moratorium in der CBD ja schon mal gescheitert, oder? Haben Sie Hoffnung, dass das diesmal anders ist? Wenn ja, warum? Bei der letzten Vertragsstaatenkonferenz der UN-Biodiversitätskonvention gab es schon mal den Ruf nach einem Moratorium. Das war vor 2 Jahren in Sharm el-Sheikh. Dort konnte man sich nicht auf ein vollständiges Moratorium einigen, sondern nur in Anführungszeichen auf Vorsorgemaßnahmen, die so ein bisschen
die gröbsten Schäden, die Freisetzungsversuche nach sich ziehen können, abfedern würden. Wir fordern das in einem Bündnis von mehreren hundert Organisationen weltweit, aber ja nicht, weil diese Forderung jetzt leicht zu erreichen oder umzusetzen wäre, sondern weil sie notwendig ist. Und daran bemisst sich ja normal auch nicht der Anspruch einer politischen Kampagne, dass es jetzt super realistisch ist. Es ist schwer, es braucht dafür einen Konsens der Weltgemeinschaft und da gibt es ausreichend Interessen international auch von Ländern, die eine starke Biotechnologiebranche haben, die das ganz anders sehen. Nichtsdestotrotz braucht es wirklich dringend diese Debatte und stärkere Vorsorgemaßnahmen, die bei der nächsten COP15 beschlossen werden müssten. In Deutschland ist diese Debatte ja im Augenblick noch nicht sehr ausgeprägt. Sie findet wirklich eher in engen Fachkreisen statt, was sicher auch damit zu tun hat, dass es im Moment keine unmittelbare Anwendung gibt. Aber wie ist denn die Position der Bundesregierung, der EU-Institutionen, auch der Parlamente zu dieser Forderung eines Moratoriums? Sind die auf ihrer Seite oder sind die skeptisch? Wer ist auf ihrer Seite, wer ist skeptisch? Ja, die Debatte ist tatsächlich noch ganz in den Kinderschuhen und auch die Bundesregierung hat dazu noch keine ausgearbeitete öffentliche Position. Das deutsche Umweltministerium hat sich in einem Brief eines Verbändebündnisses im Jahr 2018 mal positioniert und gesagt, dass sie, solange negative Effekte auf die Biodiversität nicht ausgeschlossen werden können, sich aus Vorsorgegründen dafür einsetzen, dass Gene-Drive-Organismen nicht freigesetzt werden. Das Landwirtschaftsministerium hat sich dazu noch nicht geäußert, die auf internationaler Ebene sozusagen für den Gentechnik-Teil zuständig sind. Also da gehen wir davon aus, dass es da eine gespaltene Haltung gibt und auch ein offener Brief von Verbänden genau zum Thema aus diesem Jahr, der wurde noch nicht beantwortet. Nichtsdestotrotz hat sich das Europaparlament Anfang des Jahres für ein globales Moratorium ausgesprochen und fordert in einer Resolution die EU-Mitgliedstaaten und die EU-Kommission dazu auf, auf der nächsten Vertragsstaatenkonferenz der UN-Biodiversitätskonvention ein solches Moratorium aus Vorsorgegründen zu beschließen, um Schäden, mögliche Schäden an der Biodiversität zu unterbinden. Daraufhin müsste sich ja jetzt eigentlich dann noch die EU-Kommission und der EU-Umweltministerrat dazu äußern. Das haben sie noch nicht getan. Das steht noch aus. Da laufen aktuell auch noch sozusagen interne Vorbereitungen. Und die EU-Kommission wurde von einem Bündnis aus 78 Verbänden dieses Jahr angeschrieben und gebeten, sich doch für ein Gene-Drive-Moratorium international einzusetzen. Sie haben darauf geantwortet, dass sie diese Position berücksichtigen möchten. Okay, das heißt, das ist noch im Entscheidungsprozess, der, wie so vieles, auch durch Corona wahrscheinlich ein bisschen verlangsamt ist. Die Technologie ist, wenn ich das richtig sehe, im Moment noch nicht so weit, dass es wirklich Freisetzungsversuche oder auch nur Anträge gäbe hier in Europa. Wenn doch, was würde dann passieren? Wäre das möglich? Wann wäre das möglich? Unter welcher Voraussetzung? Also es gibt noch keinerlei Anträge auf Zulassung meines Wissens nach und das wäre jetzt in den nächsten Jahren wahrscheinlich auch noch gar nicht möglich, weil die Europäische Kommission die Europäische Agentur für Lebensmittelsicherheit erst beauftragt hat, überhaupt mal eine Studie zu erstellen oder eine Meinung zu entwickeln, ob denn überhaupt Gene-Drive-Organismen unter den bisherigen Leitlinien für die Risikobewertung von gentechnisch veränderten Insekten risikobewertet werden könnten. Also es braucht ja unter dem EU-Gentechnikrecht immer für eine Zulassung eine Umweltrisikobewertung. Und da schauen Sie jetzt überhaupt erstmal, unter welchen Bedingungen das überhaupt stattfinden könnte. Und wie Ricarda Steinbrecher eingangs sagte, ist es zum Teil auch vielleicht ja gar nicht möglich, diese Risiken über die Generationen hinweg überhaupt abzuschätzen. Und diese,
diese Position, dieser Bericht wird Ende des Jahres, also im Dezember, veröffentlicht und auch ein Ethikkomitee, die European Group on Ethics in Science and New Technologies, wird Ende des Jahres einen Bericht vorlegen zu grundsätzlich den ethischen Erwägungen rund um Genome Editing, was Verfahren sind, die neue Gentechnikverfahren sozusagen anwenden, und darunter fallen auch Gene Drives. Und das sind alles Berichte, die die Kommission dann in ihrer Positionierung und ihrer zukünftigen Ausrichtung beeinflussen werden. Aber das sind Prozesse, die dauern bestimmt noch mehrere Jahre. In Europa ist deswegen eine Anwendung auf absehbare Zeit wahrscheinlich erstmal noch ausgeschlossen, aber die Prozesse in Burkina Faso sind natürlich weltweit, haben weltweiten, ja, Modellcharakter möchte ich nicht sagen, aber eine Ausstrahlungswirkung. Und diese Positionierung der EFSA wird auch international auf CBD-Ebene Einfluss darauf haben, wie Leitlinien, internationale Leitlinien geschrieben werden. Und darüber wird bei der kommenden COP diskutiert werden. Okay, vielen Dank, Frau Imken, ganz herzlichen Dank. Wir haben jetzt eine ganze Reihe von Fragen aus dem Publikum. Wir haben es offensichtlich mit einer noch nicht ganz so reifen, aber doch wirkmächtigen Technologie zu tun, und die Debatten können jetzt laufen. Ich möchte als erstes eine Frage weitergeben an Andreas Wulff. Die Frage ist, wenn öffentliche Gelder bisher nicht in der Lage waren, Krankheiten auszurotten, warum sollte dann nicht privates Geld für dieses Ziel ausgegeben werden? Sie sind nicht zu hören. Kann es sein, dass Sie... Umschaltung jetzt. Jetzt bin ich zu hören. Gut. Ich soll auch noch lauter reden, habe ich schon gesehen, weil ich irgendwie leise nur zu hören bin. Ich versuche das mal. Nein, grundsätzlich ist das total gut, dass auch sozusagen zusätzliche Mittel regeneriert werden für solche großen Menschheitsaufgaben. Meine Kritik war einerseits so ein bisschen daran, dass die Hoffnung darauf, dass man jetzt einmal ganz viel Geld in die Hand nimmt und dann die Kinderlähmung des Polio ausrottet und dann sich darum nicht mehr kümmern muss, dass das in der Regel nicht funktioniert. Das heißt, man braucht eine sehr viel nachhaltigere, langfristigere Strategie, wie man tatsächlich Krankheitskontroll- und Überwindungsprogramme integriert in eine kontinuierliche Gesundheitsversorgung. Das ist unser Punkt zum einen. Und da sind diese privaten Gelder, die ganz oft auch einen sehr, natürlich auch sehr viel eine Perspektive haben, möglichst schnell zu zeigen, dass sie mit ihrem Geld was Erfolgreiches machen, fokussieren sich einfach auf bestimmte Krankheiten und auf andere nicht. Das kann man, deswegen sind zum Beispiel die Impfprogramme so beliebt, weil man mit Impfprogrammen glücklicherweise auch sehr gut nachweisen kann, dass man Leben rettet, dass Kinder weniger sterben. Deswegen sind die natürlich auch sinnvoll, aber sie funktionieren nur, und das war mein Punkt, wenn sie eingebettet sind in funktionierende öffentliche Gesundheitssysteme. Und diese Einbettung setzt aber auch voraus, dass die Frage, wer bestimmt denn die Prioritäten in den jeweiligen Ländern, in den jeweiligen Gemeinden, was für sie wichtige Gesundheitsprobleme sind, dass man das nicht von oben und von außen bestimmen kann, sondern tatsächlich gemeinsam einbettet. Das war mein Punkt. Vielen Dank. Also nichts prinzipiell gegen private Gelder. Das kann ja oft auch innovative Dinge und nicht nur technisch innovative, sondern auch sozial innovative Dinge fördern. Aber es kommt eben auf die demokratische Einbettung an, so habe ich Sie verstanden. Die nächste Frage geht an Ali Tapsoba. Sind Sie da? Die Frage lautet, da möchte der Zuhörer gerne genauer wissen, warum Sie im Namen der Gemeinden sprechen, die mit der Target Malaria zusammenarbeiten, also was Ihre Beziehung zu diesen Gemeinden ist, ob Sie auch dorthin stammen oder woher Sie sozusagen die Informationen haben, die Legitimität im Namen der Bürger dort zu sprechen. Das ist die Frage. Alors, ma légitimité est d'abord ja,
Legitimität ist erst einmal individuell. Verfassung meines Landes erlaubt es mir als Individuum, dass ich mich für die Gesundheitspolitik meines Landes interessiere. Dann habe ich auch eine kollektive Legitimität, denn ich spreche von 40 Organisationen der Zivilgesellschaft. Wir befinden uns auf dem Gesamtgebiet von Burkina Faso. Ich spreche im Namen dieser 40 Organisationen. Ich bin Mitglied der Gemeinschaft. Nicht nur weil meine Familie da lebt. Ich kenne Leute, die dort sind. Also im Namen dieser Individuen und kollektiver Gruppen nehme ich es mir heraus, insgesamt für die Gemeinschaft hier das Wort zu ergreifen. Also eine mehrstufige Legitimation als Vertreter von Organisationen, aber auch mit direkten Verbindungen. Vielen Dank, Herr Tapsuba. Und jetzt kommt eine ganze Reihe von Fragen, die sich an Frau Steinbrecher richten. Mehrmals gleich die Frage, wie groß ist denn eigentlich die Chance oder das Risiko, je nachdem aus welcher Perspektive man es betrachtet, dass die Gene Drives gar nicht funktionieren werden, dass es sozusagen ein Flop wird, so wie die herkömmliche Gentechnik, zumindest für viele Ziele, also zum Beispiel die großen Trockenheitstoleranzen und so, die ja alle noch immer nicht wirklich erreicht sind, obwohl seit vielen Jahrzehnten erforscht wurde. Also sehen Sie das auch für Gene Drives? Ja, die Möglichkeit, dass das im Grunde genommen nur so ein Luftballon wird, oder so eine Seifenblase, das ist durchaus eine Möglichkeit. Denn wie ich vorhin sagte, bei den Gene Drives, die sich auf CRISPR-Cas aufbauen, ist die Möglichkeit recht groß, dass da die Resistenzen kommen. Dann gab es also, dass es anfangs funktioniert und irgendwas zurückdrängt und dass es dann auf einmal zurückkommt. Und dann weiß man manchmal nicht, was passiert, weil wir haben sich die Nischen verändert im Ökosystem in der Zwischenzeit. Und wie das sich dann verändert, ist was ganz anderes, als hätte man es erst gar nicht vorher angefasst. Das andere ist natürlich, wenn die Resistenzen kommen, dann heißt es auch gleichzeitig, dass die ja schon gentechnisch verändert sind, die Organismen, die man jetzt freigelassen hat, die man sich vermehrt haben. Und wie sie sich verändert haben dabei, wissen wir auch nicht. Aber dass das Ziel da nicht erreicht wird, was man sich vorgenommen hat, ist dann nicht nur ein Problem, dass man das Ziel nicht erreicht hat, sondern dass man auch was Negatives bewirkt hat gleichzeitig. Aber ich verstehe die Frage so, dass es eigentlich darum geht, ob überhaupt das Ziel sozusagen im Labor erreicht wird. Also, dass die Technik so komplex ist, dass man, Sie haben es selber gesagt, im Augenblick gibt es eigentlich alles bei sehr einfachen Fragestellungen, aber nicht bei den großen Herausforderungen. Also die Frage ist, könnte das hierbei genauso sein, dass die Genetik trotz allem so komplex ist, dass auch der messerscharfe Eingriff so messerscharf nicht ist? Ja, also durchaus. Ich meine, man hat es versucht mit Mäusen, es hat nicht so funktioniert, sondern nur geringfügig. Wie gesagt, mit Mücken kommt die Resistenz und wenn man versucht dann das zu umgehen, indem man andere Gene verwendet, dann macht man das gleichzeitig so, dass sich da ganz andere Arten mit auch ausbreiten kann. Also das Ganze ist recht gefährlich und kann durchaus einfach nur in einem richtigen Flop landen, ja. Durchaus. Dann ist hier eine Frage, ich weiß nicht, ob Sie oder Ali Tapsuba die beantworten können oder wollen. Was ganz genau ist die Veränderung der Malaria-Mücken in Burkina Faso? Was ganz genau hat man dort ihnen beigebracht oder will man ihnen beibringen? Wollen Sie es beantworten, Herr Tapsuba? Können Sie hören? Oder dann vielleicht beantworten Sie es, Frau Steinbrecher? Ali Tapsuba hat sein Mikrofon. Hier ist Ihr Mikrofon.
Soll ich die Frage nochmal stellen? Non, welche? Non, j'ai entendu la question. Ah, okay. Alors, c'est une... Oui. En fait, la... Also, Genveränderung der Mücken hier bestand darin, dass die an den Genen eine Veränderung vorgenommen wurde. Ein Gen wurde integriert, das vor allem männliche Mücken erzeugen wird. Es gibt immer weniger weibliche Mücken und die männlichen Mücken sind dann also dominant. Die Eier werden dann keine weiteren Mücken hervorbringen. Also es geht dort letztlich um die geschlechtliche Aktivität der weiblichen Mücken, die dadurch reduziert wird. Mhm. Vielen Dank, Frau Steinbrecher. Danke. Ist, wie ich es bisher gesehen habe, auch für die Gene Drives, die vorgesehen sind, eben für die. Ali spricht noch. Es gibt auch noch Alternativen, die habe ich noch nicht. Entschuldigung, gesagt. Okay. Ja. Hier in Afrika. Wir haben eine biologische Vielfalt. Wir haben schon eine weit fortgeschrittene Forschung über Pflanzen, die auch Malaria heilen können. Also es gibt dort pflanzliche Lösungen. Es gibt ein endogenes Wissen darüber. Wir können Malaria bekämpfen. Wir brauchen vor allem eine gute Gesundheitshygienepolitik in den afrikanischen Ländern. Sofern das der Fall ist, dann werden Sie schon sehen, dass sich das Problem Malaria im Grunde von allein lösen wird. Ja, vielen Dank nochmal für diese Anmerkung. Also vielleicht auch die Kritik an einem Ungleichgewicht der Forschung. Ich würde jetzt gerne die letzte Frage, denn unsere Zeit ist leider schon bald um, einfach mal an die Runde stellen. Sie lautet, ob man bei der Anwendung einer solchen Technologie womöglich unterscheiden sollte zwischen der Anwendung für die Schädlingsbekämpfung, zwischen der Anwendung womöglich auch in der Medizin beim Menschen, in der Züchtung und für die Arten, also für den Erhalt sozusagen der Ökosysteme, in denen man invasive Arten ausrottet. Würden Sie da Unterschiede machen? Ist das eine vielleicht doch sinnvoll, das andere nicht? Ich weiß nicht, vielleicht möchten Sie, Ali Tapsoba, als Erster kurz antworten, bitte kurz, und dann Frau Steinbrecher. Je n'ai pas très bien compris la question. Vous voulez savoir, est-ce qu'il y a une méthode pour maintenir le stress? Genau wollen Sie wissen. Die Frage der Arten, die das zu bewerkstelligen ist? Die Frage ist, ob die Technologie unterschiedlich bewertet werden sollte, je nachdem, wo man sie einsetzt. Ob man sie für die Schädlingsbekämpfung einsetzt oder zum Beispiel für die Ausrottung von bestimmten Arten. Also ist das eine sinnvoll, das andere nicht? Soll man es im einen Fall zulassen, im anderen nicht? Diese Frage. Oder ist es grundsätzlich für Sie ein Problem? Nee, die Technologie, wir können weder das eine noch das andere annehmen. Also damit soll keine Krankheit bekämpft werden, da soll keine Art mit ausgetilgt werden. Es ist bereits so gefährlich genug. Sie wissen, Ausrottung einer Art, dass führt dann auch zu einer Veränderung in der Ernährungskette. Genveränderungen führen zu unkontrollierten Arten, die dann in der Natur sind. Da kann es dann Mutanten geben in der Natur, Toxin, was man in die Arten einführt. Das kann zu einer genetischen Verschmutzung führen, dann auch in der Ernährungskette. Also diese Technologie, wir können damit in keinster Weise einverstanden sein.
Möchte sich vielleicht noch jemand anderer dazu äußern? Frau Steinbrecher, Frau Imken, wenn es geht, ganz kurz. Also auch zu der Frage, ob es vielleicht für Naturschutzziele doch Sinn macht, angesichts der Dramatik der ökologischen Krisen, in denen wir uns befinden. Es ist im Grunde genommen recht interessant, dass das immer in diesen verschiedenen Blöcken ja serviert wird und gesagt wird, oh, es ist ein Benefit hier. Ich weiß jetzt nicht, was das auf Deutsch ist. Also die Nutzen. Eine Nutzung wird dann immer gesagt. Und im Grunde genommen, die Risikoabschätzung, die muss das ganz draußen vorlassen. Es ist egal, wofür es verwendet wird. Man muss sich betrachten, welche Tiere oder welche Organismen sind, wie sind sie eingebaut in die Ökosysteme, was sind die Risiken, was kann schiefgehen, kennen wir genügend und was passiert, wenn wir jetzt auf 100 Generationen denken oder auf es klappt ein bisschen, dann kommt es zurück. Und da ist es ganz egal, in welchem Bereich wir da gucken. Das sollten wir eigentlich gar nicht erst auf die Nutzung schauen, sondern einfach das Risiko richtig abschätzen. Dann kann man natürlich auch daran gehen, die Nutzung anzuschauen. Aber diese Nutzungsanalyse, da gibt es gar keine, wo man sagt, es wird ja häufig einfach nur geschwärmt davon. Auch man kann es hier für, dafür nehmen. Und dann kommt die Illusion, dass man was damit machen könnte. Stimmt das überhaupt? Da brauchen wir eine Analyse und ist das die richtige Methode? Und das stelle ich in Frage. Mhm. Frau Imken, wollen Sie dazu noch was sagen? Ja, also für diese Stop Gene Drive Kampagne würde ich auch sagen, dass es also seitens der Kampagne keine einfache Antwort darauf gibt, sondern eher wir dazu appellieren, dass es eine umfassende Beteiligung und Diskussionen der Öffentlichkeit gibt zu diesem Thema und dass als Grundlage dafür eine Technikfolgenabschätzung wirklich notwendig ist, die nicht nur ökologische Risiken, sondern auch Gesundheitsrisiken und sozioökonomische Effekte, ethische Fragen, aber auch mögliche Alternativen, deren Kosten und deren Vorteile und Nachteile mit einbezieht, um sich dann wirklich eine Meinung bilden zu können. Und an dem Punkt sind wir seit noch lange nicht, aber das wird an verschiedenen Stellen diskutiert, ob es sowas geben soll. Zum Beispiel auf Ebene der CBD. Bei der nächsten COP könnte sowas beschlossen werden. Und da braucht es noch viel Kraft, dass das tatsächlich stattfindet. Das wäre ein guter nächster Schritt. Ja. Aber vor allem, darf ich noch sagen, der letzte Satz, aber vor allem sollte man mit jeder Anwendung erstmal darauf warten, dass diese Technikfolgenabschätzung auch durchgeführt wurde, anstatt zu sagen, wir machen eine Technikfolgenabschätzung, aber in der Zwischenzeit können wir die Technologie trotzdem schon mal testen. Was ja, wie Sie gesagt haben, in Europa so ohne weiteres nicht geht, aber in anderen Ländern schon. Und insofern denke ich, ist das vielleicht ein kleiner Start für diese große Debatte gewesen, die im Augenblick noch ein bisschen Zeit zum Glück ja auch hat im Vorlauf der CBD und die vielleicht sich über unseren kleinen Internetkreis hier auch noch hinaus ausbreiten wird. Denn noch ist die Technologie ja tatsächlich in einem Frühstadium und man kann diese Diskussion zwischen allen Beteiligten noch breit organisieren. Und in diesem Sinne sage ich jetzt ganz, ganz herzlichen Dank. Unsere Zeit ist leider um. Ihnen allen, also allen voran natürlich den Teilnehmern des Podiums für ihre wichtigen Beiträge, aber auch natürlich dem Publikum für seine klugen Fragen und für sein geduldiges Zuhören und sein großes Interesse. Vielen, vielen Dank auch den Dolmetschern und der Technik, denn es ist ja trotz allem immer wieder ein kleines Wunder, dass wir von Burkina Faso bis Oxford via Berlin und andere Orte hier miteinander kommunizieren können. Und danke auch natürlich den Organisationen der Heinrich-Böll-Stiftung, die das alles möglich gemacht haben. Und in deren Namen möchte ich nun zum Abschluss noch kurz auf die nächsten Termine hinweisen. Es wird am 29. Oktober ein Gespräch geben über digitale Sequenzinformationen, also Erbgutinformationen, die in digitalisierter Form heute vorliegen und damit die Frage, wem gehören diese Informationen, wer kann von ihrer Nutzung profitieren. Auch das ist ein Thema, das im Rahmen der CBD diskutiert wird. Und am 18. November gibt es dann die letzte Veranstaltung zu den sogenannten Nature-Based Solutions, also naturbasierten Lösungen für die nachhaltige Bewirtschaftung und Nutzung der Natur, um ökologische Herausforderungen wie den Klimawandel zu bewältigen. Und diese Lösungen klingen zwar
so schön natürlich, sind aber zum Teil eben auch sehr folgenreich und kontrovers. Auch das wird sicherlich ein spannendes Gespräch werden. Noch einmal ganz herzlichen Dank und jetzt wünsche ich allen einen schönen Abend und vielleicht sehen wir uns dann in 2 Wochen wieder. Auf Wiedersehen.